Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch heute geht es wieder um einen Cold Case. Und zwar wieder um einen vermissten Fall. Dieser ist zwar jetzt nicht so alt wie die vorherigen, aber auch schon fast 8 Jahre alt. Es geht um Anton Tanner aus Neukirchen im Bayerischen Wald. Vermisst seit dem 21. Dezember 2013. Anton Tanner war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 66 Jahre alt und arbeitete seit mehr als 30 Jahren bei einer großen Baufirma in Weiding in der Oberpfalz. Von hier aus wurden Baustellen in der ganzen Region mit Beton beliefert. Das Betonwerk am Ortsrand gehörte zu einem großen Bauunternehmen in 20 Kilometer entfernten Charm. Die Firma hat rund 1200 Mitarbeiter. So wurde es jedenfalls bei der Darstellung in Aktenzeichen XY gesagt. Nach meiner Recherche müsste es sich um die Firma Redlinger handeln, deren aktuelle Mitarbeiterzahl bei 1800 liegt. Anton hat dort 30 Jahre als Lastkraftwagenfahrer gearbeitet. Er musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen frühzeitig in den Ruhestand gehen und verrichtete auch im Ruhestand noch leichte Arbeiten als Minijobber bei der Firma. Später, als das nicht mehr möglich war, sogar ohne Bezahlung. Man kann durchaus sagen, dass die Firma für Anton sein Lebensinhalt war. Er lebte genügsam, also sehr sparsam, war sein ganzes Leben alleinstehend und wohnte in einer Unterkunft auf dem Betriebsgelände für Mitarbeiter. Zu dem Firmeninhaber selber hatte Anton einen guten persönlichen Kontakt. Aufgrund der Gesamtumstände kann man sagen, dass Anton wohl sehr wenig Geld in seinem Leben ausgegeben hat, zumal er durch die Unterkunft auf dem Betriebsgelände wahrscheinlich keine oder auch nur kaum Miete zahlen musste. Der Grund, warum Anton verfrüht in den Ruhestand gehen musste, dürften seine Probleme mit den Bandscheiben sein. Anscheinend im Frühjahr 2013, so war es auf jeden Fall bei der Darstellung in Aktenzeichen XY, berichtet Anton seinem Chef bei einem Besuch von ihm, also das hat der Chef öfter wohl gemacht, hat bei ihm vorbeigeschaut, ob alles in Ordnung ist. Also bei einem dieser Besuche hat Anton dem Firmenchef dann mitgeteilt, dass er sich nun doch überlegt, sich mal an den Bandscheiben operieren zu lassen. Sein Chef hatte aber wohl noch eine andere Idee für ihn. Er schlug ihm nämlich vor, sich eine kleine gemütliche Wohnung zu suchen und wollte ihm auch gerne dabei behilflich sein. Denn er sollte das Leben noch etwas genießen. Der Firmeninhaber sagte dann zusätzlich, man würde natürlich dafür auch Sorge tragen, eine Wohnung zu suchen, die in der Nähe der Firma lag, damit er, wann immer er wollte, die Firma besuchen konnte. Ich vermute mal sehr stark, dass dieses Gespräch der Anlass dafür sein könnte, was sich dann später zugetragen hat. Aber dazu kommen wir dann, wie schon gesagt, etwas später. Wenige Wochen nach diesem Gespräch mit seinem Firmenchef, muss also kurz nach Pfingsten gewesen sein, so wie das bei Aktenzeichen XY dargestellt, hat Antons Freund und ehemaliger Arbeitskollege eine ideale Wohnung für Anton gefunden und berichtet ihm dann auch darüber. Die Wohnung befindet sich dann in Neukirchen beim Heiligen Blut. Dies ist ca. 120 Kilometer vom Firmensitz entfernt. Mitte Mai bezieht Anton Tanner die Wohnung dann in Neukirchen beim Heiligen Blut. Ab diesem Zeitpunkt fängt Anton an, jedem zu erzählen, also Familie und Freunden, dass er sich jetzt endgültig für eine Bandscheibenoperation entschieden hat. Er möchte diese Operation allerdings nicht in Deutschland durchführen lassen, sondern in Tschechien. Als Gründe gibt er an, dass er dort kurzfristig einen Termin bekommen kann und es natürlich auch günstiger ist. Aber wann immer ihn irgendjemand
nach Details zu der geplanten Operation fragt. Also die Frage zum Beispiel, was die Krankenkasse dazu sagt, dass er die Operation in Tschechien durchführen lassen möchte, in welcher Stadt das Krankenhaus ist, wo die Operation durchgeführt werden soll, oder wie das Krankenhaus heißt, reagiert er ausweichend und gibt keinerlei Antworten darauf. Weiterhin wird dann in der Sendung Aktenzeichen XY davon berichtet, dass es Anton zusehends immer schwieriger gefallen ist, von der Firma loszulassen. Er ist noch ziemlich oft in die Firma gefahren, um einfach seine alten Arbeitskollegen zu besuchen. Einen Tag vor seinem Verschwinden, also am 20. Dezember 2013, sucht Anton noch einmal seine alte Unterkunft an seinem früheren Arbeitsplatz im Betonwerk auf. Die Wohnung, oder beziehungsweise besser gesagt die Unterkunft, war immer noch nicht vollständig von ihm geräumt, obwohl er bereits seit 6 Monaten eine andere Wohnung hatte. Er hatte in der Unterkunft noch ein paar persönliche Sachen liegen. Merkwürdig eigentlich. Wenn man persönliche Sachen hat, die einem wichtig sind, sind das doch eigentlich so mit die ersten Sachen, die man mitnimmt, wenn man umzieht. Kurz darauf fährt er mit diesen Sachen zu dem elterlichen Bauernhof, den sein Stiefbruder übernommen hat und jetzt bewirtschaftet. Er gibt die alten Sachen aus seiner Unterkunft seinem Stiefbruder und dessen Frau und bittet sie, diese Sachen gut für ihn zu verwahren, während er bei der Behandlung seiner Bandscheiben in Tschechien ist. Er gibt an, dass man ihn wohl jetzt eine längere Zeit nicht sehen wird, da er nach der Operation wahrscheinlich gleich in die Reha muss und diese etwas länger dauern kann. Am selben Tag besucht er auch seinen Freund, das ist der Freund, der ihm auch die Wohnung besorgt hat, und hat eine Bitte an ihn. Er hatte ihm bereits berichtet, dass er am nächsten Tag zu der Operation nach Tschechien fährt. Sein Freund ist immer noch nicht davon begeistert und bittet ihn noch einmal, seinen Plan zu überdenken. Aber Anton lässt sich nicht davon abbringen. Er hat folgende Bitte an seinen Freund. Er wird am nächsten Tag in Cham abgeholt und möchte seinen Wagen auf dem Parkplatz des Netto-Discounters in der Janerhofer Straße 26 abstellen. Anton gibt seinem Freund den Ersatzschlüssel für den Wagen und bittet ihn, den Wagen vom Parkplatz abzuholen und den Wagen dann zum Bauernhof seines Stiefbruders zu bringen. Der Freund fragt noch einmal konkret nach, wer ihn denn jetzt abholt und zu dem Krankenhaus bringt. Weiterhin möchte er den Namen des Krankenhauses und eine Telefonnummer des Krankenhauses haben. Aber allen Fragen geht er erneut aus dem Weg und beantwortet sie nicht. Der Freund schlägt ihm dann vor, dass er ihn einfach abholt und morgen zu dem Parkplatz bringt. Aber auch dies lehnt Anton ab. Anton sagt ihm dann, er ruft ihn morgen einfach an, wenn er abgeholt wird und wenn er den Wagen dann abholen kann. Sein Freund bittet ihn dann darum, dass er sich wenigstens das Kennzeichen des Fahrzeugs, welches ihn abholt, aufschreibt und den Zettel in das Handschuhfach legt. Als sein Freund nach dem letzten Anruf von Anton dann zu dem Parkplatz fährt und das Fahrzeug abholt, kann er diesen Zettel nicht finden. Seit diesem 21.12.2013 ist Anton Tanner spurlos verschwunden. Die Polizei konnte trotz intensiver Nachforschung nicht herausfinden, ob irgendwo eine Operation für Anton geplant war. Die Vermisstenmeldung seiner Familie erfolgte aber erst im Mai 2014, also mehr als 5 Monate später. Diese lange Zeitspanne ist aber nachvollziehbar, denn Anton hatte ja bereits angedeutet, dass die Behandlung, vor allen Dingen die Reha, viel Zeit in Anspruch nehmen könnte. Und weiterhin hatte er die Angewohnheit,
sich teilweise über mehrere Monate nicht bei seinen Verwandten oder Freunden zu melden. Von daher ist dann tatsächlich so eine Zeitspanne glaubhaft. So, das war jetzt erst einmal die Darstellung des Falls. Was könnte mit Anton passiert sein? Wenn man sich das Ganze einfach mal so anschaut. Anton war extrem verwurzelt mit seiner Firma. Er hat praktisch von Anbeginn an auf dem Firmengelände gewohnt, hat dort gearbeitet und ging dann wieder nach Hause. Im Prinzip hat sich sein ganzes Leben auf diesem Firmengelände abgespielt. Und das anscheinend über einen Zeitraum von 30 Jahren. Er war nie verheiratet, also war alleinstehend und hat wahrscheinlich auch nicht irgendwie eine längere Beziehung gehabt. Also nahezu eine 100%ige Verwurzelung mit der Firma. Er hat es immer noch geschafft, ein Teil der Firma zu sein. Nach seiner Pensionierung oder als er in den Ruhestand gegangen ist, hat er als Minijobber dort weitergearbeitet und später dann ohne entsprechendes Entgelt hat er noch Tätigkeiten übernommen. Ich vermute mal ganz fest, dass es dann so gewesen ist, dass man ihm untersagt hat, diese Arbeiten ohne Entgelt auf dem Firmengelände durchzuführen. Dies dürfte dann wahrscheinlich versicherungstechnische Gründe haben. Denn wenn ihm was passiert und angegeben wird, dass es auf dem Firmengelände passiert ist, dann wird man natürlich bei der Firma weiter nachbohren, wieso dort ein älterer Mann dort ohne irgendein Entgelt und wahrscheinlich auch ohne entsprechende Versicherung durch die Firma dort Arbeiten durchführt. Zum Verlust der Unterkunft gibt es dann auch zwei Varianten. Das kann natürlich einmal firmentechnische Gründe haben, dass die Firma dann auch tatsächlich nachweisen muss, dass diese Unterkünfte nur von Mitarbeitern der Firma genutzt werden. Dazu kann ich aber nichts Genaues sagen, das ist einfach nur eine Vermutung. Und andererseits, dass es der Firmenchef einfach wirklich nur gut gemeint hat, wenn jemand so viele Jahre im Prinzip nur innerhalb dieses Planeten der Firma gelebt hat, dass er sich dann einfach mal was gönnen sollte. Aber vermutlich hat dies Anton komplett, ja, aus dem Rhythmus gebracht, kann man fast sagen. Weil alles, was für ihn lebenswert war, die Firma, war urplötzlich weg. Dann konnte er nicht einfach, wenn er vielleicht aufgestanden ist, ein paar Meter oder vielleicht 5 Minuten mit dem Auto fahren und wäre wieder auf der Firma gewesen. Nein, es waren mehr als 100 Kilometer. Man kann sagen, ja, irgendwas zwischen 1 und 1,5 Stunden musste er jeweils pro Fahrt auf sich nehmen. Es könnte durchaus sein, dass mit seiner Geschichte, dass er die Bandscheiben operieren will in Tschechien, er damit was ganz anderes gemeint hat. Dass er damit eigentlich andeuten wollte, beziehungsweise damit seine Planung begonnen haben, einfach selber aus dem Leben zu treten. Gut, wenn das jetzt so gewesen ist, dann stellt sich da jetzt natürlich wieder die Frage, warum findet man ihn nirgendwo? Also wenn jemand freiwillig aus dem Leben tritt, dann findet man normalerweise eigentlich den Körper irgendwo. Weil der kann ja nicht ganz einfach so verschwinden und er kann sich ja nicht selber, sag ich mal, dann irgendwo begraben oder ähnliches. Deswegen hinkt auf der einen Seite diese Theorie ein bisschen. Und deswegen möchte ich die Theorie mit der entsprechenden Klinik nicht ganz außer Acht lassen. Vielleicht ist er auch ein bisschen, ja, zu vertrauenswürdig gewesen. Vielleicht hat er irgendjemandem sein Leid geklagt. Vielleicht ist er da an die falsche Person getroffen und die hat ihm gesagt, ey, wir haben da eine Möglichkeit. Das musst du vielleicht selber bezahlen, aber wir können dich da super behandeln. Aber das Wichtige ist, erzähl niemandem davon. Wenn dich jemand danach fragt, sei ruhig, weiche der Frage aus, beantworte sie nicht.
Vielleicht hat er die Information auch gar nicht bekommen, wo es dann in die Klinik gehen sollte. Man hat ihm gesagt, die bekommst du dann, wenn wir dich abholen. Das ist sogar wahrscheinlich noch wahrscheinlicher, weil er dann überhaupt nicht in die Situation gekommen ist, dass er etwas verraten kann. Was mich dann noch so ein bisschen stutzig macht, ist auch ganz einfach. Er müsste eigentlich in seinem Leben relativ viel Geld angespart haben, weil er hatte ja kaum Ausgaben, so wie man es sieht. Also, was ist mit dem Geld passiert? Anscheinend, auf jeden Fall wurde von Aktenzeichen Y davon nichts erwähnt und auch in den entsprechenden Berichten wurde darüber nichts erwähnt, dass irgendwo eine größere Summe Bargeld bei ihm gefunden wurde. Also es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er dort Betrügern aufgesessen ist, dass er das Geld für die angebliche Behandlung vielleicht bar bei sich hatte und dass man ihn dann tatsächlich irgendwie abgeholt hat. Aber man hat ihn dann nicht in eine Klinik gebracht. Den Rest können wir uns wahrscheinlich denken. So, das war jetzt meine Einschätzung zu dem Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr denn so denkt. Ist er selber freiwillig aus dem Leben getreten? Oder ist er Opfer eines Verbrechens geworden? Also wenn man sich den Fall genau überlegt, ich bin ganz klar der Meinung, es ist beides möglich. So, das war es dann erstmal mit dem heutigen Fall. Wie schon gesagt, nicht ganz so alt, aber trotzdem eben auch sehr mysteriös, würde ich sagen. Ja, so, dann passt gut auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören oder lesen uns beim nächsten Clip wieder. Macht's gut, bis dann erstmal und tschüss.